Hallo, willkommen zum zweiten Video. Lernen geschieht immer in drei Stufen. In diesem kurzen Video schauen wir uns diese drei Lernprozesse und passende Lernstrategien dazu an. Die drei basalen Lernprozesse sind Enkodieren, Speichern und Abrufen. Enkodieren meint die Aufnahme von Wissen, das heißt Lesen, Hören, Verstehen. Speichern meint die Konsolidierung des Wissens, das heißt Repetition und Verarbeitung. Und das Abrufen von Wissen ist das, was in Prüfungen gefragt ist. Für jeden dieser Lernprozesse sind andere Strategien hilfreich. Schauen wir uns nun je eine solche Strategie an. Im Studium muss man bekanntlich sehr viel lesen. Darum ist es von großem Gewinn, von Anfang an gute Lesemethoden anzuwenden. Die sogenannte SQ3R ist eine mächtige Technik, um effizient und schnell Informationen aus Texten zu extrahieren. Sie hilft Ihnen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und Ihre Lernziele zu erreichen. SQ3R kombiniert verschiedene Einzeltechniken und bringt sie in eine Abfolge von 5 Stufen. Wenn diese nacheinander durchgeführt werden, wird ein vertieftes Textverständnis erreicht. SQ3R steht für die Schritte Survey, Question, Read, Recite und Review. Wenn Sie also einen Text vor sich haben, fangen Sie nicht einfach an zu lesen, sondern verschaffen Sie sich immer zuerst einen Überblick über den Text. Studieren Sie das Inhaltsverzeichnis, die Titel, die Untertitel, die Einleitungen zu den einzelnen Kapiteln und, falls vorhanden, die Zusammenfassung oder das Abstract. Sie erfassen so die Struktur des Textes, in die sich alle folgenden Informationen besser einhängen können. Nachdem Sie sich einen Überblick verschafft haben, überlegen Sie sich Fragen, die der Text Ihnen beantworten kann. Das Aufstellen der Fragen ist bereits ein wesentliches Lernziel, denn dadurch werden Sie vom passiven Konsumenten zum aktiven Suchenden, der beim Lesen den Text aufmerksam nach möglichen Antworten auf die Fragen durchgehen wird. Jetzt beginnen Sie mit dem Lesen des Textes. Am besten lesen Sie den Text zuerst sehr schnell durch, ohne ihn wirklich zu verstehen. Man nennt das auch Skimmen. Das Gehirn verarbeitet den Inhalt trotzdem schon und ist so optimal für die Wissensaufnahme vorbereitet. Danach lesen Sie den Text ein zweites Mal. Dieses Mal langsamer und genau. Dabei rate ich Ihnen, circa alle 5 Minuten kurz innezuhalten. Rekapitulieren Sie den eben gelesenen Inhalt und stellen Sie es sich bildlich vor. Dann notieren Sie am Rande des Textes Schlüsselwörter oder machen eine kleine Grafik. Oder noch besser, erstellen Sie ein Mindmap, in dem Sie fortlaufend strukturierte Notizen festhalten. Weil die Kapazität unseres Kurzzeitgedächtnisses stark begrenzt ist, sind solche regelmäßigen Minipausen von großem Gewinn für eine effektive Informationsaufnahme. Denn durch die Pauseneinschübe werden die alten Informationen weniger von den neuen gestört oder überschrieben. Zudem begünstigt der regelmäßige Wissensabruf das Lernen. Nach dem Lesen kommt der wichtige Teil, den viele vergessen. Rufen Sie sich das Gelesene ins Gedächtnis. Überlegen Sie sich die Kernaussagen und wiederholen Sie diese mehrmals laut oder im Geiste. Sobald Sie mit dem Wiedergeben fertig sind, sollten Sie sich selber Prüfungsfragen zum Text stellen und die richtigen Antworten dazu finden. Überlegen Sie sich, ob Sie die eingangs gestellten Fragen nun beantworten können. Am Schluss überprüfen Sie, ob Sie die Informationen auch richtig erinnert haben. Und im optimalen Fall diskutieren Sie das Thema mit einem Kollegen, einer Kollegin und prüfen sich gegenseitig. Unser Gehirn arbeitet assoziativ, das heißt, Wissen ist verknüpft gespeichert. Diesen Umstand nutzen wir aus mit Hilfe von Strategien, die neue Informationen mit Bekanntem verknüpfen. Eine der bewährtesten Strategien ist die Loki-Technik. Sie können sich damit Dinge in einer bestimmten Reihenfolge merken. Bei der Loki-Technik wird als bekanntes Element entweder ein Ort gewählt, also zum Beispiel ein Schrank, ein Zimmer, einen Weg oder alternativ der Körper.
verschiedene Stellen am definierten Ort, also zum Beispiel im Wohnzimmer, auf dem Sofa, auf dem Tisch, auf der Lampe, werden dann mit den Begriffen, die man sich merken möchte, verknüpft. Die Verknüpfung sollte nicht in einem logischen Zusammenhang stehen, sondern so ungewöhnlich wie möglich sein. Sie sollten sie sich bildhaft und so lebhaft wie möglich vorstellen können. Machen wir ein konkretes Beispiel. Wählen Sie zuerst 10 Körperteile aus und bringen Sie diese in eine bestimmte Reihenfolge. Also zum Beispiel Fuß, die 1, Knie, die 2, Oberschenkel, die 3 und so weiter. Danach verknüpfen Sie den zu lernenden Stoff mit diesen Körperteilen. Müssen Sie beispielsweise im Psychologiestudium die Häufigkeit psychischer Störungen in der richtigen Reihenfolge lernen, dann stellen Sie sich die Angststörung vor, die auf den schwarzen, zittrigen Schuhen sitzt. Oder als Alkoholstörung stellen Sie sich eine Flasche vor, die zwischen den Knien eingeklemmt ist. Und die Depression auf den schweren, müden Beinen sitzend. Und so weiter. Die Loki-Technik erfordert Ehrgeiz und ein wenig Übung. Fast alle Gedächtniskünstler arbeiten mit Erfolg damit. Darum, probieren Sie es aus. Es lohnt sich. Bei Prüfungen müssen Sie das Gelernte abrufen können. Darum üben Sie den Abruf von Gelerntem, indem Sie sich selber nach dem Lernen Prüfungsfragen stellen. Befragen Sie sich laut oder leise, mündlich oder schriftlich, alleine oder in Lerngruppen. Sich zu testen ist eine der effektivsten Lernmethoden und bringt viel mehr, als einen Text immer und immer wieder zu lesen. Wenn Ihnen ein gelernter Begriff nicht einfallen will, aber Ihnen auf der Zunge liegt, ist eine einfache, aber hilfreiche Strategie: entspannen Sie sich und gehen Sie innerlich langsam das Alphabet durch. In fast allen Fällen klickt die Information ein, sobald Sie auf den entsprechenden richtigen Buchstaben treffen. Versuchen Sie, sich in den verschiedenen Situationen bewusst zu werden, wo der Schwerpunkt des geforderten Lernprozesses liegt. Zum Beispiel müssen Sie in einem Kurs speziell viel lesen, während Sie in einem anderen Kurs viele Begriffe auswendig lernen müssen. Setzen Sie entsprechende Lernstrategien gezielt und natürlich nach individueller Präferenz ein. So, jetzt geht's ans Umsetzen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Lernen. Thank you.